Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Frühlingsmuster, Muster, den du wirklich für den Frühling, den man noch nicht sieht, bei uns liegt Schnee und ist sehr, sehr kalt, aber wir vorbereiten uns schon für den Frühling und den du vielleicht für deine Projekte verwenden kannst. Ich habe schon in meinem polnischen Kanal da gesagt, dass ich kann mir gut vorstellen, diese Muster für ein Stirnband, natürlich ein bisschen schmaler, oder für ein Pulli-Strickjacke. Im Grunde genommen kann man den für viele Sachen verwenden. Ich habe hier ein Beispiel für euch gestrickt mit 5 Rapports. Ein Rapport besteht aus 6 Maschen plus 2 Randmaschen. Ich habe auch ganz kleine Skizze gemacht, die ich euch gleich zeige und sage, was die Zeichen da bedeuten. So sieht die erste, die rechte Seite, Entschuldigung, und so sieht die linke Seite aus. Wenn euch das zum Beispiel nicht stört, dann könnt ihr, dass die linke Seite wirklich links aussieht, dann könnt ihr diese Muster auch für Schal verwenden oder auch für Lob. Da würde ich persönlich sagen, zum Beispiel diese 5 oder 6 Rapports, noch ein Rapport reicht für Lob. Als Beispiel, dann stricken wir das in die Länge sowie Schal und dann zusammen nähen. Diese kleine Skizze, was ich hier für euch vorbereitet habe. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Skizze nur ein paar Mal mir angeguckt und dann lag die irgendwo und ich habe das wirklich aus dem Kopf gestrickt, weil die ist, wie du siehst, so klein. Und so einfach, das würdest du gleich sehen, die ist so einfach, da braucht man wirklich nicht die immer von der Nase haben. Wie ich schon sagte, 6 Maschen ist ein Rapport und wir haben nach oben 4 Reihen. Die 5. Reihe fangen wir wieder an wie die erste. Wie du weißt, so zeichne ich die rechte Maschen. Das sind bei mir rechte Maschen. Dann haben wir hier linke Maschen. Hier in der 3. Reihe als erste sind 2 Maschen zusammen nach rechts, aber die biegen sich auch nach rechts. Gleich zeige ich dir das. Dann haben wir eine Masche rechts, ein Umschlag. Ein Kästchen ist eine Masche. Manche vielleicht wundern sich, dass ich habe in 2 Kästchen eine Masche, weil du machst hier nur einen Umschlag. Hier in der 4. Reihe machen wir aus diesem Umschlag 2 Maschen. Also nochmal, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, eine rechte, ein Umschlag, eine rechte. Und dann haben wir 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, überzogen. Dann kommen wir zur 4. Reihe und dann haben wir 2 linke Maschen und aus einem Umschlag, aus diesem Umschlag machen wir 2 Maschen. Und zwar die erste Masche machen wir rechts von vorne und die zweite Masche machen wir links. Das zeige ich euch auch gleich ganz langsam. Und dann haben wir 2 Maschen links. Vielleicht als Info, falls du auch diese Baby Merino Wolle von Drops verwendest, für Nadelstärke 3 ist die. Und ich habe auch mit Nadelstärke 3 das gestrickt. Ich habe das nur hier auf dicke Nadel genommen, um das besser auseinander zu kriegen, dass du das besser diese Muster sehen kannst. Bei 5 Rapports, wie du siehst, plus 2 Randmaschen habe ich jetzt ca. 13,5-14 cm. Falls dir das hilft, weil du genauso
es muss nicht von Drops sein, falls du auch so eine Wolle in der Stärke und auch solche Stricknadeln verwendest, dann ist das vielleicht hilfreich für euch. Ich würde jetzt mit euch drei Rapports stricken. Wir würden jetzt zusammen drei Rapports stricken. Diesmal verwende ich auch von Drops Merino-Wolle, aber die Nadeln sind etwas dicker, das sind vierer Nadeln. Aber das ist, das bedeutet nichts, weil wie gesagt, ich mache das nur für euch als Beispiel. Jetzt muss ich alles natürlich wieder so machen, dass du das gut sehen kannst. Wir fangen an mit der ersten Reihe und da stricken wir alle Maschen rechts. Die erste Masche hebe ich, das ist die Randmasche und jetzt kommen nur rechte Maschen. Wir stricken erste Reihe. Wie ich schon sagte, wir würden jetzt zusammen drei Rapports stricken und diese Muster hat vier Reihen. Nur rechte Maschen in der ersten Reihe. Und jetzt kommt die linke Masche, weil das ist die letzte Randmasche. Die Arbeit wenden und in der zweiten Reihe haben wir alle Maschen links. Das ist jetzt die zweite Reihe, wo wir nur linke Maschen stricken. Ich würde sagen, für diese Muster am besten nicht zu dicke Wolle verwenden. Das ist wirklich so diese Ajour-Muster für den Frühling, für dünne Wolle. Zweite Reihe zu Ende haben wir. Die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Und jetzt kommen wir zur dritten Reihe. Und als erste haben wir wieder die Randmasche. Und dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir, ich mache mir das ein bisschen locker, da stechen wir hier von der linken Seite und holen den Faden. So. Und jetzt haben wir eine Masche rechts und dann kommt ein Umschlag, eine rechte Masche und zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Das heißt, erste Masche heben, die zweite Masche rechts stricken und die gezogene oder die wir nicht gestrickt haben, über die gestrickte ziehen. Jetzt kommen wieder zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Das war unser zweiter Rapport und jetzt drittes Rapport, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Faden holen, dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts und zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Eine heben, die zweite rechts stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und eine linke Masche. Das ist unsere Randmasche. Und das war's. Das ist das ganze Muster. Wie du siehst, ganz einfach und ganz schnell. Dann wenn wir schon die letzte Reihe, die vierte Reihe fertig haben, dann fangen wir wieder an mit der ersten Reihe und stricken wieder bis zur vierten, dann die fünfte genauso wie die erste und so weiter und so weiter. Denk bitte dran, dass hier ist nur ein Umschlag und dann in der vierten Reihe aus diesem einen Umschlag machen wir
zwei Maschen. Einmal strecken wir den Umschlag rechts von vorne und zweites Mal als linke Masche. Das war's, meine Lieben. Ich hoffe wieder, dass es euch gefallen hat und dass du diese Muster verwenden kannst für deine Projekte, für deine Frühlingsprojekte. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Bis dahin sage ich erstmal Danke und Tschüss, eure Mira.